Ja, hallo, mein Name ist Andreas Fritze und willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Heute wollen wir mal zwei Touristen in Weltall schießen und hoffentlich heil wieder zurückbringen. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Dafür bräuchten wir jetzt eine zweite Kapsel, wo die Platz nehmen können. Und da bietet sich dieses Ding hier an. Da gibt es auch ein neues oder ein eigenes Reaction Wheel. So, dann schalten wir das mal frei. Und los geht's. Denn unsere Mission sagt, warte mal kurz, gehen wir mal hier rein. Wir haben jetzt noch ganze 4 Jahre Zeit, bis wir das machen müssen, aber wir bringen uns schon hinter uns. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen Elvis und Lefi müssen wir suborbital bringen. Dann machen wir das doch mal. Dafür ist eine neue Rakete vonnöten. So, jetzt schauen wir kurz. Was passiert nicht? Das Ding. So, haben wir noch eine zweite. Wie viel Temperatur hält die eigentlich aus? 2004? Auch nur 2000. Naja, hoffen wir mal, dass es gut geht. Dann Fallschirme dran. Machen wir einmal hier und einmal hier. Dann das Wegspringding. Los geht's mit dem Benzin. Zack. Da war's. Hier. 1, 2. So. Nehmen wir die zur besseren Steuerung. Und wieder ein paar hiervon. Davon noch dran. Und ein paar Solid Booster. Da reichen aber die kleinen. Wir wollen ja nicht ins Weltall, sondern nur in den Suborbit. So, die Dinger drauf. Kann es auch schon losgehen. Hier bemannen. Elvi und Lefi. Dafür kommt jetzt der Pilot noch mit rein. Und ja. Los geht's. So, jetzt können wir auch mal gucken, wie die hier drinnen sitzen. Also das ist das Cockpit jetzt von dem anderen Typen. Sieht ja schon ziemlich cool aus, irgendwie ein Kampfjet. Aber wir wollen ja nach oben, deswegen geht's auf. So, alle haben so Spaß, bis auf der Typ, auf den Typen hier. Dem geht's gerade nicht so bombig, aber da muss er durch. So ganz geheuer alles. Aber die zwei Mädels. Ah, entschuldigt. Die haben sehr viel Spaß an der Sache. So, dann wieder hier in den Flug rein. So, aber nicht zu schnell. Wir richten uns aber ein bisschen gut aus. Jetzt bin ich verwirrt. So.
nicht viel. So, wie hoch sind wir schon? 29, da müssen wir ein bisschen mehr steigen. Geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Knapp 70.000 kommen. So. Und das sollte eigentlich reichen. So, und jetzt sind sie auch alle einigermaßen gut drauf. Dann richten wir uns noch ein bisschen aus. So. Ups, ich bin zu schnell gerade. Okay, jetzt haben sie es beide geschafft. Beide sind im Weltall. Wir haben jetzt auch die Mission erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch heil runterkommen. Und dafür drehen wir mal die ganze Maschine. So. Zum einen können wir das jetzt noch benutzen, um die Geschwindigkeit zu verringern beim Fallen. Und in der Hoffnung, dass wir nicht dabei explodieren. Denn die Dinger hier vertragen nur 2000 Grad. So. Beschleunigen wir das Ganze wieder ein bisschen. Und abwärts geht's. Ups. So. Das war's. So, drehen wir uns noch ein bisschen. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Energie nicht zu sehr alle mache. Was sagt der eigentlich? Ja, der kann das nicht. So, oh Gott. Ah, ja, das kriegen wir schon hin. So. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das Ganze auch total heil nach Hause bringen, ohne dass wir die Endstufen damit
wegschmeißen müssen. So, jetzt kippt das Ganze. Und jetzt gleiten wir mit angenehmen 6 Meter pro Sekunde zum Erdboden. Das können wir beschleunigen alles. So. Und dann hätten wir das auch geschafft. Recover. So, beide heil nach Hause gebracht. Und ja. Jetzt haben wir hier einmal für die zwei Touristen 20 Reputation. Und auch ein Geld. Zack, 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 zack. So, schauen wir mal, was es Neues gibt. Fliege zum Mond. Science Daughter from Space Around Kerbin. Okay, die wollen zum Mond geflogen werden. Tja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir zum Mond fliegen können. So. Dafür brauchen wir jetzt eine neue Rakete. So, wieder die Kapsel. Ein Fallschirm dran und wir nehmen noch das Ding hier mit. Öffnen. Zwei Gu-Kanister. Mit. Man weiß ja nie, wofür man es brauchen könnte. So, Klappe zu. Und dann Hitzeschild an. Ist es? Da ist es. Kopplung. Zack. Hier nehmen wir den Monopropellant wieder aus. Den brauchen wir nicht. Und dann Tanks 1, 2, 3. So, kurz rauszoomen. Hier. Zack. Dann das Ding. Werde mal hier noch. Ach ne, die Engine haben wir noch nicht. Von daher lassen wir das erstmal. Zack. Dann wieder Winglets dran. 1, 2, 3, 4. So. Und jetzt die Dekupler. Diesmal werden wir keine Solid Booster nehmen, sondern auch die normalen. Denn die kann ich regeln. Na. Ach, das ist kompliziert. Jetzt geh drauf.
Zack. Und dann die Booster. So, mal schauen, was passiert, wenn ich alle gleichzeitig dann... Okay. So, dann nennen wir das mal die Moon Rocket Mark 1. Mal gucken, ob es funktioniert. Und wir brauchen keinen Engineer, wir brauchen einen Piloten. Und los geht's. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht an Benzin. So. Wo ist überhaupt der Mond? Der Mond ist dort. Na, wenn wir Glück haben, reicht das. Und jetzt fliegen wir einfach mal direkt in die Sonne. Sind wir bei 52, 55, mal 70. Machen wir erstmal den Antrieb aus. So. Mach mal aus. Und jetzt fliegen wir bei zu knapp 70.000 Meter. So, jetzt sollte der Radius oder der Orbit sich hier ausdehnen. So, mal gucken, dass uns das Benzin nicht alle geht. So. Jetzt haben wir wieder stoppen. Und wieder ein bisschen Gas. So. Gut. Da ist der Mond. Dann fliegen wir mal hier hin. Geben noch ein bisschen Gas und hoffen mal, dass wir rum und auch wieder zurückkommen.
Denn wenn wir jetzt hier beschleunigen, wird dieser Punkt geht ja immer noch weiter nach außen. Leider kann ich jetzt noch keinen Marker setzen. Aber jetzt. So, wie man jetzt sieht, geht er immer weiter raus, immer weiter, aber das Benzin reicht nicht. Uiuiui. Naja, jetzt sind wir jetzt ein bisschen im Weltall. Kann ich Crew Report machen? Nope. So, machen wir jetzt ein paar Wissenschaftspunkte, dann können wir vielleicht noch ein paar neue Teile erforschen. Near Space, das hatten wir alle schon. Okay, kann man das ausschalten? So, jetzt sind wir auf der dunklen Seite. Wie weit? 592. Zu dich zu drehen. Space high above Kerbin. So, was sagt die hier? Ich finde jetzt auch schnucklig. Und dann machen wir die zweiten auch noch, dann haben wir das mehr oder weniger voll. Und jetzt müssen wir abbremsen. Jetzt hoffen wir mal, dass das reicht. Ansonsten sind wir verloren im Weltall. So. Es reicht nicht. So, die ist jetzt hier erstmal gestrandet. Ich könnte sie mich auch nicht zurückholen. ja, dann Space Center. Und jetzt müssen wir eine Rettungsmission starten. Aber dafür brauchen wir besseres Equipment. Dann mal kurz gucken, was ich hier brauche. Na gut, versuchen wir es mal. Hier noch mit. Da kann ihr dann rein. So. Das brauchen wir noch. Mehr Sprit mit. Oh, jetzt geht das wieder los. So, wie haben wir jetzt 4,8. Schauen wir mal hier noch rein. Na gut. Weiteren Piloten. Nichts speichern. Milson Bobbel. Nimm mal Bobbel. So. Der ist schon am Anfang ziemlich früh gestorben und die ist gerade im Weltall.
Gut, aber ob wir das schaffen oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!